Hi, willkommen auf NoviZone. Nach langer Zeit mache ich jetzt mal wieder ein paar neue Videos zum Thema Logo-Tutorials für Black Ops, also für Call of Duty Black Ops. Folgendes, und zwar, viele von euch kennen doch das mit dieser Hand, mit dem Greif, wo man dann diese Streifen erzeugt, wo man vielleicht Schwarz-Rot-Gold machen kann, wo dann die in dem Sinn unsere Nationalflagge halt. Und wenn man dann aufs Bild geht, ist dann die Farbe nicht da. Und da fragt man sich, ach gut, was ist das für ein komischer Effekt? Ich erkläre dir mal kurz, wie das geht. Es geht zwar hier um dieses neue Design, es gibt hier schon was ganz Neues. So, und zwar zeige ich euch jetzt erst mal mit der Hand. Weil viele Leute wissen zwar, es ist die Hand, und zwar Greifen nennt die sich. Die findet ihr auf Seite 24 oben rechts. Ich nehme es jetzt einmal kurz. Jetzt gehe ich her, mache mal rot. So, dann drehe ich die Hand. So, ihr müsst gucken, dass ihr den Stumpf, noch dieses Stück hier, dass das schön gerade ist, damit der Streifen auch gerade rüber von links nach rechts geht. Ihr könnt auch von rechts nach links machen, von oben nach unten, das ist ja jedem selbst überlassen. So, und jetzt gehe ich her und mache einmal, gehe weg vom Bild. Man sieht jetzt nichts, aber wenn ihr jetzt ohnehin schaut, hier ist hier ein roter Streifen. Das kommt von der Hand. Jetzt gehe ich her, kopiere diese Hand und mache jetzt noch aus Juxendollerei mal grün dazu. So, fahre das ein bisschen hoch. Also, seht ihr, hier ist die Hand. Jetzt gehe ich ein bisschen rüber. So, ist ja ganz aus dem Bildschirm, seht ihr jetzt? Grün, hier unten ist grün-rot. So, und es ist dieser komische, in dem Sinn, Zaubereffekt. Schlecht ist es nicht, aber mittlerweile ist es Asbach, uralt. Jetzt zeige ich euch mal das neue Design. Das ist einfach nur tierisch geil. Natürlich nicht speichern, weil ich habe Angst, das nicht mehr hinzubekommen, weil das ist echt schwer. So, und zwar, wenn ihr jetzt euch dieses Bild anschaut, dann sieht es aus wie eine Fahne. Ja, ein Schwarz-Rot-Gold und dann unsere Nationalflagge halt, wo man vielleicht zusammengelegt hat. Weil lieber diese Schatten sind und so. Und es sieht einfach nur geil aus. Kommt da, finde ich, ziemlich 3D-mäßig rüber. Sieht also echt wirklich dreidimensional aus, dieser Effekt. Auf YouTube habe ich zwar geschaut, ich habe jetzt bis jetzt noch keine anderen Videos gefunden. Darum mache ich jetzt wirklich eins auf Deutsch, um zu erklären, wie das geht. Denn viele haben den Effekt, wie soll ich denn sagen, mit den Spitzen. Es sieht dann nur spitz aus. Aber so, wie ich das jetzt gemacht habe, auf die Idee kommen leider nicht viele. Und zwar, ich habe das dann doppelt gemacht. Ich habe einmal dreimal schwarz gemacht und habe dann das dreimal wiederholt und habe das dann gerade auf den Kopf gestellt. Darum sieht unten wie oben aus. Und es sieht auch wirklich ein bisschen gleich gedreht und so. Und dann schon haben wir halt so einen Effekt wie eine Fahne. Jetzt zeige ich mal, was wir dafür brauchen. Folgendes. So. Jetzt mache ich das mal alles wieder auf Null. Es sind ein paar Sachen dabei, wo ich zum Schneiden verwendet habe. Sprich, Übergänge, wo ich habe unsichtbar machen müssen. Folgendes. Ihr müsst auf Seite 23 geht hier. Du ist der Ninja. Der Ninja nehmt ihr, macht ihn ganz groß. Richtig groß. Und zwar müsst ihr das, wenn ihr davor sitzt, das rechte Auge, aus der Sicht, aus dem Fernseher her, ist es dann das linke Auge. Vielleicht seht ihr das hier, diese Ecke hier, wo jetzt mein Finger hindeutet, das ist das Wichtigste. Also das ist das wichtigste Detail, den wir brauchen. Wir gehen jetzt her, drehen das mal kurz. So, ich mache es jetzt ganz groß, jetzt seht ihr das. Ah, hier mein Finger, Entschuldigung. Hier ist das Dicke und hier ist so ein komischer Schweif. Wie so ein Schatten, wie so, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann. Wie von einem Düsenjäger, wo diesen Ausstoß macht. So sieht es ein bisschen aus. Und das Geile ist hier, wenn wir jetzt hergehen und machen jetzt dieses zusammen mit schwarz. So. Halt. Ich hab's ganz, ganz groß müsst ihr jetzt machen. So, jetzt gehen wir her, drehen das ein bisschen. So, das reicht schon. So muss es sein ungefähr. So. Ja, komm. So, so kann man es lassen. So, dann immer mit X bestätigen, dass ihr rausgeht. Dann einmal auf Ninja. Hier ohne. Ist ja der Ninja. Das dieses Ninja gerade kopieren. So, da haben wir das jetzt aber drüber und das machen wir jetzt gerade rot. Jetzt nehmen wir das Rot und gehen unter das Schwarze wieder drunter. So, und ziehen das gerade mal kurz rechts ein bisschen rüber. So. Okay, gerade ein bisschen rechts drüber. Jeder kann das, ihr müsst es halt selbst ausprobieren. Ich kann euch nur zeigen, den Weg ungefähr. Ich musste da selbst durch Bekannte, habe ich gesagt, wie es geht. Aber im Endeffekt, das wie ich das ist, wie ich jetzt mein Logo designt habe, habe ich das selbst hinbekommen. Das ist auch wirklich extrem schwer zu erklären. Ich kann euch nur sagen, wie ihr das machen könnt, wie ihr vielleicht dann hergehen könnt und könnt dann das selbst entwickeln. Ihr könnt euer eigenes Design machen. Ich habe das die Woche, nee, letzte Woche, das gesehen bei einem Italiener.
Das war extrem perfekt. Das sah aus wie eine Serviette. Und zum Beispiel, wenn ihr das kennt, es gibt das sogenannte Serviettenfalttechnik. Und da gibt es eine, das ist das nehmen die Homosexuelle hauptsächlich im Sommer. Die Fächer, genau. Okay, Entschuldigung, nichts gegen Homosexuelle. Das war jetzt nur so. Ups, Entschuldigung. Okay, auf jeden Fall ein Fächer ist das. Wo es dann so geklappt und so gefalten aussieht. Und das sah echt geil aus bei dem. Wie er das hinbekommen hat, weiß ich selbst nicht genau. Aber ich denke, es waren wahrscheinlich so wie jetzt diese mehrere Schichten. Und das wiederum mit dem schwarzen Hintergrund und dann mit anderen Elementen geschnitten. Das heißt, dass ihr dann. Steht ihr? So richtig, wie ich schon sage, das Schnitte wird halt. Ich zeige euch das noch auch, weil wir schneiden das auch so ein bisschen. Vielleicht gibt es dafür einen anderen Begriff wie schneiden, aber ich verwende den halt. Auf jeden Fall, wir kopieren das Rot noch einmal. Halt, stopp, das war jetzt falsch. Also einmal bestätigen, dass ihr rausgeht wieder. Dann einmal dieses Rot kopieren. So, dann das Rot nehmen, das zweite Rot, dann hergehen und auf Gold gehen wir mal. So, jetzt suchen wir uns mal hier, ja, nehmen wir mal das Gold. Hier, es gibt ja verschiedene Gold eigentlich. Dann geht ihr unter das Rot. Seht ihr, dann ist es wieder Rot. Seht ihr? Gold, Rot. Und dann geht ihr gerade her und zieht es gerade ein bisschen rüber. So, jetzt kommt hier Obertag, jetzt will was Goldenes auf. Und das daneben, das man hier sieht. Oh, wo ist mein Finger? Da ist er. Das hier ist natürlich nicht so schön, aber das macht nichts. Das ist nämlich das Geniale, das ist nämlich schwarz. Denn im Hintergrund wird das sowieso später von uns schwarz gemacht. So, jetzt gehen wir her. Und das war jetzt Gold. Das war jetzt das Goldene. Okay. Hier ist das Schwarze. So, jetzt nehme ich das Schwarz, kopiere das noch einmal. So. Jetzt gehe ich her und drehe das auf den Kopf. Ziehe rüber, drehe noch einmal. Drehe noch einmal. So, und dass der Schweif, seht ihr das? Und zwar der Schweif, dass es ein Stück gibt. Und es gibt dann diesen total geilen Glanz, diesen Effekt gibt es dann, seht ihr? Bingo. Das ist dann in der Mitte. Das ist dann richtig hohl, wie transparent, und ist es trotzdem da. Okay. Bestätigen, jetzt gehen wir auf, was war es nicht, hier ist dann Rot. Dann tun wir das Rot einmal kopieren. Ich nehme das Rot, stelle es auf den Kopf. Schön auf 180 Grad drehen. Noch einmal. So. Ah, komm, ein bisschen schöner. Das ist das, was ich halt gemeint habe. Ihr müsst das alles selbst machen. Was ja logisch ist, ich kann es nicht für euch machen. So, jo. Das ist das Rot. Jetzt müssen wir es noch mit dem Gold machen. Das war glaube ich hier. Ja, hier ist Gold. Gold nehmen wir, haben es kopiert, tun es auf der Kopfstelle. Also 180 Grad drehe. So. So, okay. Okay. Und jetzt müssen wir es in dem Sinn schneiden. Das heißt, einige Sachen müssen unsichtbar gemacht werden. Dafür geht ihr auf die Seite 24 und nehmt die Gitarre. Das klingt jetzt echt komisch, das ist aber so. Und zwar nehmt die Gitarre, geht auf Gitarre, macht sie ganz groß und der Kreis, seht ihr? Das ist zum Schneiden, soll das sein. Da macht ihr gerade die Gitarre schwarz. So. Und, ja, wir sind noch lange nicht fertig, wir werden noch ein paar Sachen gemacht. Erstens mal brauchen wir noch den Hintergrund. Ja, ist egal, was ihr eigentlich nehmt. Irgendwas Großes. Ich nehme das Prestige 9 Bravo. Ihr könnt aber auch den Kreis nehmen. Das ist total egal. So, und einfach nur schwarz machen. So, und jetzt kommt ja das Problem. Jetzt sieht man ja den schwarzen Teil nicht mehr. Aber dafür habe ich auch eine Lösung gefunden. Und darum, das habe ich halt selbst rausgefunden. Und ihr müsst halt auch selbst in dem Sinne rausfinden. Aber ich zeige euch, wie ich es gemacht habe. Und so könnt ihr das, mit dieser Hilfe könnt ihr euer eigenes Ding designen. Erstens einmal würde ich sagen, nehmen wir mal, nehmen wir nochmal Prestige 9. Machen das schwarz. Ich würde es echt nur grau machen. Und dann schneide ich jetzt echt mal diesen gelben Streifen hier weg. Seht ihr? Gerade einfach drüber. Schwarz. War ein bisschen weiter drüber, damit das Gelbe weg ist. So. Und jetzt gehen wir her und geht nochmal auf das Ninja. Und zwar die zwei Ninjas, diese zwei Ninja-Teile von dem Auge, wo schwarz sind. Hier ist ein schwarzes und hier ist das andere schwarze. Ein schwarzes nach dem anderen müsst ihr nochmal kopieren, weil ihr habt ja noch drei Ebenen frei. Das heißt, einmal kopiere ich, so, und mache das weiß. Jetzt sieht das obendrauf weiß aus. Und warum? Ganz einfach, weil es nämlich über dem Schwarz ist. Jetzt gehen wir unter das Schwarz mit dem Ninja drunter.
Und schon habt ihr diesen Grau, diesen Schleiereffekt, so wie bei mir. Okay, bestätigen. Dann gehen wir auf das nächste schwarze. Einmal kopieren. Das machen wir auch weiß. Seht ihr, es ist oberweiß. Und jetzt gehen wir gerade unter das schwarze drunter und schon habt ihr diesen grauen Effekt, diesen Schleiereffekt. Diesen Raucheffekt kann man auch ein bisschen sagen. Das sieht aus wie eine schwarz-rote, ja, eine Nationalflagge aus Deutschland. In einem dunklen Zimmer, in einem dunklen Raum, mit einer Taschenlampe wird irgendwas angeleuchtet. Also ich finde es einfach nur genial gemacht. So, bestätigen, dass das Weiß unter dem Schwarze bleibt. Dann können wir hergehen und können meinetwegen das Prestige Bravo noch einmal kopieren. Das Prestige Bravo habe ich jetzt gewählt, weil ich jetzt keinen Bock habe, mir anderes zu suchen. Das funktioniert mit dem auch zum Schneiden. So, ich bestätige es und gehe auf Grau, damit ich sehe, wo es ist. Dann gehe ich her und schneide jetzt diese rechte Stelle raus. Bei mir ist es noch, also ich habe das rausgeschnitten, weil ich fand es irgendwie, es passt ein bisschen. So, jetzt machen wir schwarz. Ich ein bisschen weiter darüber, drehe, so. Aus, voilà. Und jetzt habt ihr in dem Sinne 3D-Flagge mit diesem Schatten und allem drum und dran. Ihr könnt natürlich verschiedene Farben wählen. Ihr müsst nicht schwarz, rot, gold. Italienische Nationalflagge, französische, holländische meinetwegen auch. Also dann viel Grüße zu U-Kids und so. Und jo, ich muss jetzt hier beenden, weil das Video jetzt schon fast 17 Minuten lang ist. Weil ich das hier erkennen kann. Ne, Quatsch, das läuft minus, das läuft zurück. Das sind wir bestimmt schon 10 Minuten. Okay, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an mich und so, über YouTube könnt ihr mir Nachrichten schicken. Ich erzähle euch alles gerne noch einmal, wenn ihr wollt. Ich würde es auch, denke ich mal, ohne die Videos, genau, die Informationen, werde ich nachschreiben, was ich jetzt alles verwendet habe, die Gitarre und die Seite. Ja, schaut euch mal andere Videos an und wenn euch die Videos halbwegs irgendwie gefallen, weil sie waren als Ansporn für eure Ideen und so, behilflich und so, dann seid so gut und macht Daumen hoch bitte, weil es gibt immer Leute, die meinen, sie müssen Daumen runter drücken, weil es ihnen nicht gefällt. Okay, Kritik kann ich schon vertragen, aber wenn er hergeht und macht dann 10 mal Minus ungefähr, das sieht auch scheiße aus und dann denken sich Leute, oh, das ist ja scheiße, dabei ist es vielleicht gar nicht scheiße und würde genau denen Leuten gefallen und dann sagen die, ah toll. Ich muss doch mal vorangeguckt, was war ja alles auf Minus ungefähr. Also im Rotbereich, was ja echt doof ist, aber ist halt so. Also wie gesagt, bitte Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Ich finde es genial. Würde nur mal gerne wissen, wer das also echt entdeckt hat, denn diesen neuen Effekt. Und mal gespannt, ob es jetzt noch neue Effekte gibt. Ja, was mal wacht. Das nächste Video zeige ich euch noch ein paar andere Sachen, wo ich es entdeckt habe. Und zwar könnt ihr auch hergehen, könnt Embleme oder Logos oder irgendwelche Sachen, wo schon vorgegeben sind, auf der Kopfstelle und was da alles dabei rauskommt, ist echt der Oberburner. Ich zeige es euch im nächsten Video. Also bis dann, no VN.